Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich entschuldige mich schon gleich für die Unordnung im Hintergrund, aber wir sind gestern erst aus dem Urlaub gekommen und ihr kennt das wahrscheinlich auch selbst. Nach dem Urlaub ist es immer ein bisschen chaotischer und es liegt immer noch ein bisschen was rum. Zum Urlaub wird es natürlich auch demnächst ein ausführliches Video geben. Heute möchte ich euch aber ein super einfaches und leckeres Rezept für einen Marmorkuchen aus Haferflocken zeigen. Der Kuchen ist glutenfrei und vegan, besteht aus super hochwertigen Zutaten und als Zuckerersatz verwende ich Ahornsirup. Die Zubereitung des Kuchens ist wirklich super einfach und sollte auch jedem Anfänger gelingen. Der Marmorkuchen ist wirklich ein absoluter Klassiker und ja, ich würde sagen, lasst euch einfach mal von meinem Rezept inspirieren, probiert es aus und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Wir benötigen Haferflocken, welche ich mit meinem Mixer noch zu Hafermehl verarbeite. Weiterhin benötigen wir für den glutenfreien Marmorkuchen Reismehl sowie Kartoffelmehl. Speisestärke würde übrigens auch genauso gut funktionieren. Außerdem brauchen wir Backkakao. Später habe ich mich aber für einen anderen entschieden, den zeige ich euch gleich. Weiter brauchen wir Sprudelwasser, Pflanzenmilch. Ich verwende heute diese leckere Nussmilch und noch Apfelessig. Zudem brauchen wir noch Mandelmus und als gesunder Zuckerersatz nehme ich Ahornsirup. Kokosblütenzucker würde übrigens genauso gut funktionieren. Backpulver nicht vergessen, sowie dunkle Schokolade für den Kuchen später zu glasieren. Und ganz wichtig, eine entsprechende Backform benötigt ihr natürlich auch. Als erstes fette ich die Kuchenform mit Kokosöl ein und nehme noch Buchweizenmehl, damit der Kuchen später wie von selbst wieder aus der Form gleitet. Das Ganze stelle ich übrigens in den Kühlschrank, bis ich die Sachen benötige. Die Haferflocken mahlen und alle trockenen Zutaten außer den Kakao miteinander vermengen. Dann Pflanzenmilch, Mandelmus, Ahornsirup und Apfelessig miteinander vermengen. Diese Mischung nun unter die trockenen Zutaten geben und gut miteinander vermengen. Danach langsam das Sprudelwasser hinzugeben, am besten am Schluss alles mit der Hand unterheben, dann bleibt der Teig auch schön fluffig. Nun benötigen wir unsere Backform. Die helle Hälfte des Teiges in die Backform geben. Anschließend 2-3 Teelöffel Backkakao unter den restlichen Teig heben, gut vermengen und in die Backform geben. Ich habe übrigens noch von meinem Lieblingskakao gefunden, von Coavach. Den verwende ich sehr gerne und kann ihn euch auch wirklich nur empfehlen. Anschließend alles mit einer Gabel durchziehen, sodass die typische Marmorierung vom Marmorkuchen entsteht. Ich glaube, bei mir ist es diesmal nicht so schön geworden. Aber darauf kommt es gar nicht an. Danach gebt ihr den Kuchen für 60 bis 70 Minuten bei 200 Grad Ober- und Unterhitze in den Backofen. Bevor ihr den Kuchen rausnehmt, macht noch den Test mit dem Zahnstocher, ob alles auch gut durch ist. Nachdem ihr den Kuchen sehr gut abkühlen gelassen habt und ihn ohne Probleme aus der Backform bekommen habt, tun wir den Kuchen nun noch glasieren. Ich verwende einen Teelöffel Kokosöl und 3/4 einer Tafel Schokolade mit mindestens 70% Kakaoanteil. Schmelze die Schokolade über dem Wasserbad oder in der Mikrowelle und gebe die Schokolade im Anschluss über den Marmorkuchen und lass alles nochmal gut abkühlen. Was jetzt noch kommt, ist wirklich komplett optional. Um ein bisschen Farbe ins Spiel zu bringen, nehme ich eine vegane weiße Schokolade, schmelze diese mit 2 Teelöffeln Kokosöl und gebe rote Beete-Pulver zum Einfärben hinzu. Rote Beete ist ein natürliches Farbmittel aus unserer Natur. Auch die künstlichen Farben, erkennbar an den E-Nummern, sind bei Einhaltung der zulässigen Dosis wahrscheinlich ungefährlich, aber ich gehe bei meiner Ernährung lieber auf Nummer sicher. Serviert diesen leckeren und vor allem gesunden Marmorkuchen doch nächsten Sonntag bei Kaffee und Kuchen und ich verspreche euch, eure Gäste werden begeistert sein. Dieser Kuchen punktet nicht nur mit einer gesunden Süße, die hochwertigen Mehle sowie die Haferflocken machen uns lange satt und versorgen unseren Körper mit wertvollen Ballaststoffen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat und auch ein Abo, wenn ihr keine weiteren Rezeptideen mehr verpassen wollt.
Ich wünsche euch wie immer noch einen wunderschönen Resttag und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.